Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Pioneers of Pagonia. Ja, wir haben neu angefangen und direkt in der ersten Folge Probleme mit Banditen bekommen. Super. Ja, hat ja klasse geklappt, meine Überlegung. Von wegen, wir werden dann vielleicht nicht so häufig oder nicht so früh, ja, nicht so früh angegriffen. Der dackelt in die Richtung, der auch. Das heißt, sie kommen schon beide hier aus diesem noch für uns unbekannten Gebiet. Und obwohl ich da versucht habe, mich so ein bisschen fernzuhalten, hat das nicht so wirklich geklappt. Ja, yeah, toll, 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 toll. So, ja, alles auf Anfang. Nein. Ich muss mal schauen, wie wir das jetzt hier am günstigsten irgendwie hinkriegen. Die Sachen sind im Bau, das ist cool. Wir brauchen, wie gesagt, das glaube ich in der letzten Folge schon gesagt, alles. Wir brauchen alles. Ach so, genau, bevor ich da jetzt aber irgendwie was mache, einen Moment mal eben. Was wichtig ist, ich brauche hier Lager. So, Moment, was habe ich hier rum existieren? Beides, okay. Wie immer eigentlich. Dann brauche ich noch ein zweites Lager. Da kann eingetragen oder eingelagert werden, meinetwegen Nadelholz und hier dann die Laubholzstämme. Ähnliches Vorgehen oder identisches Vorgehen. Dann an dieser Stelle. Ein Lager, noch ein Lager. Achso, ja, ich kann das ja direkt auswählen. Das ist ganz gut. So. Jo. Alles so, wie es sein soll. Wir brauchen Werkstätten. Bearbeiten. Nein. Oh, mit. Was in die falsche Kehle gekriegt. So. Eine Holzwerkstatt wäre nicht verkehrt. Eine Werkstattschmiede auch nicht. Wir fangen mal klein an. Mit einer Holzwerkstatt würde ich die. Ja, wohl. Die Holzproduktion ist ja dann hier so. Oh, Moment, da fehlt. Da fehlt gerade was. Hier. Ich hoffe, das ist noch nicht zu spät. Du machst mal ein bisschen Pause, mein Freund. Nee, gar nicht mehr. Um das Willen. Der Hund Pause macht, das wäre tödlich. Wo ist denn hier? Da. Du machst Pause, mein Freund. Ich sehe es nämlich gerade. Was denn da ganz schön rum? Ja, gut, das mit den Dieben, beziehungsweise Banditen. Das ist jetzt leider so. Da müssen wir durch. Den hatte ich da beauftragt. Okay. Cool, ja, dann muss der da sein Ding machen. Okay, wir waren bei der Holzwerkstatt. Da. Hier kriege ich nichts hin. Nicht gut. Hier kriege ich auch nichts hin. Hier würde ich ungern schon was hinsetzen, auch wenn das hier durchaus Sinn machen würde. Warte mal. Weißt du was? Egal. Wo ich noch 3000 Jahre überlege, wo ich was hinsetze, setzen wir das Ding einfach mal hier so hin. Ich hab eh nicht anders. Zumindest im Augenblick nicht. Was später sein wird, müssen wir gucken. So, die Holzwerkstatt ist erst einmal in den Auftrag gegeben. Die wird jetzt auch erstmal fertiggestellt. Ich glaube, andere Sachen machen da erstmal noch keinen Sinn.
Zumal wir die dringend brauchen. Wir brauchen Zahnräder. Das bringt mich auf andere Gedanken. Ich muss schauen. Habe ich. Wenn hier alles aktiv, weil ich so aktiv machen kann. Wir haben Veteran, was ist passiert? Alles gut. Veteran, Soldat, Waldläufer. Ich mach die mal alle an. Haben wir an Übersicht. Holz ist komplett. Stein jetzt komplett. Bergbau ist komplett. Seltene Ressourcen ist komplett. Auch hier. Das kann erstmal so bleiben. Naturprodukte sind komplett. Nahrung ist jetzt komplett. Das ist komplett. Hier wird alles angezeigt. Und hier fehlen nur die magischen Sachen. Und die Fackel. Aus irgendwelchen Gründen. So, dann habe ich hier soweit alles. Cool. Ja, ja, ja. Okay, das Überfällen, das ist schon mal nicht so gut. Da habe ich die Schmelzhütte, die mit logischerweise augenblicklich mit Silberbarren beschäftigt ist. Ja, Stein. Achso, ich brauche ganz dringend. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Eine Abenteuergilde, ja, auch. Militärakademie, Kunstschmiede, Rüstungsschmiede, Waffenschmiede. Eine Waffenschmiede. Wo setze ich die hin? Ja, Vollwurst. Tolle Wurst, sag ich nur. Die Dinger sind ja auch immer so riesengroß. Was ist denn hier los? Das sieht ja lustig aus. Ja, ich fürchte. Ich fürchte fast, das geht nicht anders. Die müsste ich hier hinsetzen. Dann machen wir das auch, schweren Herzens. Und dann hier erstmal die Waffenschmiede hin. Und die soll so schnell wie möglich mit der Produktion von Silberdegen anfangen. Ich bräuchte noch eine zweite, ich bräuchte noch eine Rüstungsschmiede, aber später. So, wie sieht das hier mit der Holzwerkstatt aus? Okay, Material ist da, das ist schon mal cool. Zimmerer sind unterwegs, das ist auch okay. Und hier fallen die Bäume, das ist auch cool. Wie gesagt, die muss ich jetzt leider ertragen. Solange es notwendig ist. Was ist hier los? Achso, das ist deaktiviert. Das ist in Ordnung. Das bleibt erstmal so. Ich muss hier jetzt zusehen, dass das Holz hier wegkommt. Oh, das ist cool. Das ist sehr schön. Nochmal Folgendes. Das ist die Geschichte hier. So. Am besten. Ja, nee, ich lasse das erstmal so. Die brauchen sich erstmal hier nicht noch weiter auszuweiten. Das ist nicht erforderlich. Da würde ich das Ganze ganz gerne so haben. Ganz gerne. Dass die sich hier so ein bisschen umtun. Das ist hier ein bisschen, weiß ich nicht. Sehr komisch.
Jo. Läuft, läuft, läuft. Nahrung. Wir kommen nicht drum herum. Wir brauchen Nahrung, wir brauchen unsere Felder. Und ich habe gelesen, irgendwie, ich glaube, da, wo diese Blumen blühen, die Gegenden, die sind dann besonders fruchtbar, glaube ich, das im Hinterkopf. Ja, nützt uns hier nur relativ wenig. Ne? Also hier wäre so eine Blumenwiese, könnte man das natürlich toll. Dann halt Getreide anbauen wahrscheinlich und andere Sachen, aber ich muss mit dem arbeiten, was ich habe. Und ja, ihr sitzt ja selbst. So, Gemüsefarm ist angesagt und Getreidefarm ist angesagt. Die hatte ich hier hingesetzt, beide. Was, glaube ich, auch gar nicht mal so verkehrt war. Vielleicht, wenn ich das noch in Erinnerung habe, das war ganz in Ordnung. Jo. Jetzt geht das wieder los. Mach das mal so. Es muss ja nicht nur vom Platz her passen, sondern ich muss ja auch die Gegebenheiten dann so haben, dass ich da ein entsprechendes Feld überhaupt hinsetzen kann. Probiere das mal. So, Moment. Also, Felder. Näher ran. Ja, tolle Wurst. Nahrung. So. Umdrehen. Das würde gehen. Das auch. Sehr gut. Ja, egal, das ist jetzt ein bisschen verrutscht, aber dann ist das so. So rummachen ist egal in dem Fall. Moment. Vielleicht. Ah, Moment. Weg. Ha. Juhu. Den brauche ich ja auf jeden Fall. Moment hier mal. Da hilft nichts. Kriege ich den so hier hin? Natürlich nicht. Ja. Es fängt schon wieder gut an. So. Weg bauen. Hier so. Ungefähr. Müsste einigermaßen gerade sein. So. Jetzt aber. Weiter geht's. Felder. Feld, 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 Feld. Krieg ich da keins hin? Warum krieg ich da kein Feld hin? Das ist der tiefere Sinn. Hier auch nicht. Das hat beim ersten Anlauf besser geklappt. Definitiv. Wieso kriege ich hier keine Felder hin? Das, das geht so nicht. Das geht so nicht. Tut mir sehr leid. Aber wir müssen die ganze Geschichte kurz wieder einreißen. Sorry, aber ist so. Da bin ich mit den Feldern nicht effizient genug. Schade um die Zeit, aber da müssen wir leider weiter durch. Wahrscheinlich ist da zu viel Sand. Hier vorne. Hier so. Deswegen geht das nicht. Hey, okay. Dann zweiter Anlauf. Ich mache hier nur noch alles mit zweite Anläufe irgendwie. Das ist im Augenblick ganz schlimm. Das ist, ja, diese Insel hier, die schafft mich.
So das Gefühl. Komm ich dann nicht noch ein bisschen mit dem Drehen hier, ne? Das ist auch immer so eine Sache. Nee. Da brauchen wir auch Platz. So. Moment, ja, ich muss den Weg bauen als erstes und so, jetzt geht das wieder nicht. Denn sonst kriege ich das alles hier nicht gewuppt. Ja. Nein, was mache ich denn jetzt? Was ist das denn? Hallo? Was soll denn der Mist? Hey? Was ist denn da passiert? Liebe Entwickler, was habt ihr da gemacht? So, erstmal komplett raus. Was war das denn jetzt für eine Aktion? Also, abreißen, ich will. So, abreißen. Hä? Irgendwas stimmt hier nicht. Ich bin auf ab. Ihr macht beides. Ist immer. Ich habe hier irgendwie einen Bug. Glaube ich. Bin mir nicht sicher. Das geht. Was ist denn jetzt hier mit den Wegen auf einmal los? Okay, das funktioniert. Wieder auch. Ich habe keine Ahnung. Es fängt ja schon wieder an. Hallo? Irgendwas ist da jetzt ganz, ganz. Ja, ihr seht das ja auch hier, ne? Ist irgendwie alles markiert, aber ganz, ganz komisch. Muss ich nicht verstehen. Naja, egal. Gut, ich hoffe, dass ich das mal jetzt hier so langsam aber sicher hinkriege. So, wie kamen wir? Was denn? Hier kriege ich jetzt was hin. Das ist schon mal cool. Da auch. Das passt. Das passt auch. Sehr cool. So. Manchmal passieren da Sachen, da weiß man auch nicht. Also soll man jetzt lachen, soll man weinen? Was geht da gerade ab? Ah, sehr schön. Das geht. So, das sieht gut aus. Moment, das würde ich ganz gerne drehen, wenn es gerecht ist. So, fertig ab. Oh Mann, eine Story. Was war das? Erst markiert er mir hier alles. Dann sind hier ganz wilde Sachen. Oh. Am Start. Ich werde bekloppt hier spielen. Ja, das macht mich fertig. So, sehr schön. Ah, hier, die sind soweit mit dem Wald klar. Cool. Das würde ich dann deaktivieren. Wie sieht das hier aus? Ich habe hier eine Jagdhütte. Ich habe hier. Ja, nö, das ist dann, würde ich sagen. Auch die aktivieren. Da ist noch ein bisschen was an Holz vorhanden.
Hier hätte ich jetzt Bauland zusätzliches, hoffe ich. Das ist ganz cool. Wie sieht es hier mit dem Weg aus? Der ist frei. Das ist auch schön. Dann machen wir eben noch den Weg hier fertig. Dann mache ich wieder so nach meiner beliebt bewährten Art. Immer schön am Strand lang. So. Damit wir dieses Gebäude dann auch mal so langsam nutzen können. Sehr schön. Dann haben wir das. So. So, Waffenschmiede, wie sieht's aus? Da sind ein paar Schwerter fertig. Das heißt, ich könnte jetzt hingehen. Augenblick. Ich brauche dafür Ausbildung. Werkzeug, die brauchen wir gleich noch. Holzschmiede, Waffenschmiede, Rüstungsschmiede, nein, Kunstschmiede auch nicht. Militärakademie, Abenteuergilde, genau, das war's. Die Abenteuergilde. Die würde ich jetzt beispielsweise hier kriegen. Machen wir das auch. Nicht lange überlegen. Wird sofort gemacht. Dann würde ich sagen. Hier mal so. Wie viel brauchen wir? Das sind die Draufgänger, die wir brauchen. Silberdegen und leichte Rüstung. Ich gehe hier direkt auf 40. Ja, das, was wir so von den Leuten brauchen. Und ja, dann schauen wir mal weiter. Okay, also die Banditenüberfälle, die haben wir halt am Hals. Wir haben Gott sei Dank noch kein Problem mit den Werwölfen. Das ist ganz gut. So, hier habe ich jetzt zusätzliches Bauland. Das wollte ich auch so ganz gerne haben. Das ist schon mal ganz cool, dass das funktioniert hat. Ich könnte jetzt hier hingehen und das Forsthaus noch eben schnell wieder in Betrieb nehmen, damit uns hier das Holz nicht ausgeht. Könnte ja vielleicht hingehen und denen sagen, hier, du machst das mehr so hier, so in diesem Bereich. So, okay. Letzte Amtshandlung für diese Folge. Ja, so langsam, aber sicher kommen wir voran, was so einige Produktionsstätten anbelangt. Nahrungsversorgung, da habe ich den ersten Teil schon mal fertig. Der zweite Teil ist dann Aufgabe für die nächste Folge. Wir sehen uns hoffentlich dann in dieser Folge auch wieder. Vielen lieben Dank für eure Begleitung, für eure Unterstützung. Vielen, vielen lieben Dank für deine Unterstützung, für deine Begleitung hier. Hilft mir sehr. Ja, und das sind immer noch, ach ja, das haben wir auch noch maskierte Diebe hier rumrennen. Es bleibt heftig nach wie vor. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung, für euer Dabeisein. Macht's gut. Genießt die Zeit.